Hallo und herzlich willkommen zu deinem heutigen Portaltags-Orakel. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und ich habe heute bereits schon die Karten vorbereitet, also die Decks. Ich werde dann gleich aus den Decks ziehen und ich bringe dir heute auch wiederum eine Heaven's Door Essenz mit, welche unser Reading energetisieren wird. Und lass uns schauen, um welche es hier geht. Nein, der Aal, der Zitteraal, meine Güte. Also, ich gebe die Energie gleich mal hier ins Kollektiv rein. Da kannst du mal spüren, worum es denn hier gehen wird. Was ich als erstes gerade spüre, und ich weiß, einige von euch da draußen, ihr habt diese Essenz bereits schon benutzt. Es geht um einen Detox. Es geht um einen Detox von sehr schlechten Gedanken und auch von negativen Gefühlen. Negative Gefühle, welche eure Gedanken vergiftet haben. Und diese Gedanken bzw. Gefühle sind schon so lange in diesem System von dir gefangen und du hattest keine Möglichkeit gehabt, bislang dieses Gefühl, diese Gefühle richtig abzuleiten und somit auch keine Möglichkeit gehabt, mit den Gefühlen, die in dir herumschwirren, in dir schweben, diese richtig und sinnvoll auszuagieren. Höre dir bitte unbedingt auch den Hörbeitrag zum Aal an. Ich habe ihn kürzlichst, gerade auch im Community-Tab nochmals hochgeladen, weil die Energien des Aals, die sind da, um dich deiner schlechten Gefühle, die einen Einfluss auf deine Gedanken haben, auch negative Gedanken somit, zu entladen und einen Detox von schlechten Gefühlen und Gedanken bei dir zu erreichen. Und der Aal ist ja so ein Schlammfisch. Ja? Vielleicht hast du auch immer wieder ohnmächtige Gedanken oder Gefühle, Wellengänge in deinen Gefühlen, die dich immer wieder so ein bisschen wie übermannen, explosionsartig, negativer Art und mit denen du völlig überfordert bist. Und es ist jetzt ganz interessant, ich habe ihn jetzt eingesprüht bei mir und es sticht mir jetzt gerade so im Nacken, weil der Aal ist ja auch so ein bisschen ein schlangenartiges Tier, ja, also ich sage es jetzt einfach so, wie ich es wahrnehme. Und es aktiviert auch gerade meine Kundalini-Energie. Und ich spüre, bei dir geht es wirklich um diesen Befreiungsschlag, weil er ja auch mit Stromstößen arbeitet, um dich wirklich zu lösen von toxischen Gefühlen und Gedanken, die dich vergiftet haben und die du dann gar nicht mehr unterscheiden kannst und dann auf andere möglicherweise projizierst oder anderen die Schuld gibst an deiner Situation. Es ist eine Essenz des Meeres, der Aal, und anderen die Schuld zu geben für deine Situation heißt auch, in einem Anteil die Verantwortung für dich selbst abgetreten zu haben, anderen gegenüber, anderem gegenüber. Das kann ja alles Mögliche sein, gell? Ich erinnere dich gerne an die Corona-Krise und somit auch nicht in diese Eigenverantwortung gekommen zu sein, was dein Gefühls- und Gedankenleben anbelangt und damit in Frieden zu kommen. Jetzt fließt Aal, Heilenergie zu dir, Zitteraal. Und vielleicht kann es auch sein, dass du so ohnmächtige Zustände hattest in den vergangenen Wochen, wo einfach alles nur so aus dir rausgeplatzt ist oder in den nächsten Tagen noch rausplatzen wird, weil eine Entgiftung angesagt ist. Und der Aal, weißt du, ich ziehe ja die Essenzen immer aus meinem großen Repertoire, blind, und er kommt jetzt schon zum zweiten Mal an einem Portaltag. Und ich ziehe ihn ja immer hier für uns. Das heißt, ich finde es sonderbar, dass er erscheint, denn er ist eine Essenz, der nicht oft eigentlich gewählt wird. Also doch, schon auch, aber
Verstehst du, wenn die Menschen da draußen hier hinkommen und eine Essenz wählen, dann wählen sie irgendwie die süßen Essenzen, ja, Rosenblütenzart, Lavendeltraum. Sie wählen doch nicht den Aal, ja. Sie wollen etwas Süßes, sie wollen eine Beschwichtigung ihrer Beschwerden haben und ihrer Symptome und doch nicht solche Sachen. Ja, der Mensch denkt sehr, sehr kurzsichtig und will sich ins Süße retten. Und wenn ich jetzt hier für dich, fürs Kollektiv den Aal ziehe, dann heißt es einfach ganz klar, es braucht noch viel innere Arbeit und Transformation, um in diese Selbstständigkeit zu kommen, emotionaler Art, aber auch gedanklicher Art, aber auch was deine persönliche Reife anbelangt und wie du mit den Herausforderungen in deinem Leben umgehen lernst. Und das führt dich ja wahrlich in deine Psyche, in deine psychische Reife und somit auch in deine menschliche Reife. Gut, lass uns mal schauen. Ja, er verrichtet jetzt während dem gesamten Reading eine Heilarbeit hier an dir. Und man kann auch schon die Stromstöße sehen, wer hellsichtig ist, kann das vielleicht wahrnehmen. Das ist so gelb-violett, die von ihm ausgehen. Er ist schon eine krasse Essenz, muss ich schon sagen. Also, wirklich. So. Surya, Enthusiasmus, Charisma, Strahlkraft. Ehre sei dir, Sonne Surya. Lasse das gute, lichtvolle in uns und in der Welt erstrahlen. Konzentriere dich auf das goldene Licht der Sonne. Lade dich mit Prana auf. Was macht dich frei, weit und strahlend? Gut, meine Liebe, mein Lieber, die Essenz, die Kraft von Surya, Surya heißt ja die Sonne, kannst du nur in vollem Ausmaß, in der Lebensfreude, in einem natürlichen Selbstausdruck genießen und spüren, wenn du denn wirklich inneren Detox gemacht hast. Und zwar in Bezug auf deine Gefühle und Gedanken. Deine Gedanken und deine Gefühle noch mehr, die aus deinem Unterbewusstsein kommen oder die von dir souverän verdrängt wurden in deinem Unterbewusstsein, steuern deine Realität. Und du hast es an der Hand, ja. Es kommt mir wirklich wieder dieser Satz in den Mund. Und die Kraft von Surya soll dir gewiss sein, die Sonnenkraft, das Charisma, die Strahlkraft. Aber du kannst es nur in dieser Deutlichkeit sehen und spüren, wenn du erkennst, dass du deinen Darm entleeren musst. Ja, wir können nicht über gutes, feines, schönes, leckeres Essen reden, wie wunderbar das angerichtet und daherkommt, wenn wir nicht auch über die Verdauung sprechen. Und zwar über jene Themen, die dich in deinem Leben geschmerzt, schockiert, traumatisiert haben. Wenn du diese Themen in dir gelöst hast, die in dir diese Ohnmacht, diesen Wellengang an Gefühlen ausgelöst haben, dann wirst du frei werden. Und du wirst dieses wunderbare, wunderschöne, goldene Wesen erkennen können, welches du bist. Du darfst an das glauben, dass du das verdient hast, aber wenn du es versuchst zu erreichen, was Reichtum, Wohlstand, Wohlergehen, Wohlbefinden auf psychischer und körperlicher Ebene anbelangt, dann hast du es auch hier an der Hand, die Verantwortung zu übernehmen und dich von allem Schlechten, von Negativität, von Toxizität, von Projektionen zu befreien und zu lösen, indem du erkennst, was du alles auf wunderbarste Weise verdrängt hast, in den Keller gesperrt hast, weil du irgendwann mal in deinem Leben nicht zugange kamst mit diesen Erfahrungen. Und es ist jetzt an der Zeit, diese schmerzhaften Themen anzuschauen, sie anzunehmen wie ein liebendes Kind, wie dein liebendes inneres Kind, vielleicht auch dein Schattenkind,
um eben aus dem Schatten ins Licht geboren zu werden. Und somit ist es für dich auch eine Möglichkeit, in eine Wiedergeburt deines Seins zu kommen, einen Neuanfang zu realisieren, wenn du denn es wirklich schaffst, den Fäkalientank zu entleeren. Ja, ich kann das nicht anders formulieren, denn der Aal hat wirklich mit gestauten inneren, emotionalen, psychischen Prozessen zu tun. Und wenn zu viel Stauung geschieht, du wirst in deinem Leben nicht mehr erkennen können, was ist wahr und was ist unwahr. Und wie gesagt, du gibst dann den anderen die Schuld im Rahmen deiner Projektion für einen schlechten Zustand in dir. Und das ist nicht optimal, denn du wirst dadurch einsam. Die Menschen entfernen sich von dir und du kommst immer wieder in Kämpfe. Und du musst erkennen, was in dir noch abgespeichert ist auf einer Ebene, welche du überhaupt nicht greifen kannst, welche du glaubst, dass die sehr weit von dir entfernt sein könnte, weil es dennoch Themen sind, die von dir angeschaut und bewältigt werden wollen. Und dazu gehören natürlich auch familiensystemische Themen, die du ererbt und mitgebracht hast, die in dir sitzen, die in deiner DNS sitzen und die von dir befreit werden wollen, auch im Zuge dieses sehr großen Wertewandels und der sehr großen Transformationszeit, in der wir momentan drin sind. Ja, weil auf der Unterseite des Decks habe ich hier für dich die Ich bin Gegenwart, ich bin, ich war, ich werde sein. Und es geht für dich darum, über Surya, über den Aal in diese Befreiung zu kommen. Denn wenn der Detox geschieht von diesen unterdrückten Gefühlen, von diesen verdrängten Psyche-Themen und Traumen, dann kann ein richtiger Aufstieg auch geschehen. Du wirst die Sonnenkraft in deinem Leben, die Lebensfreude, den Enthusiasmus, das Charisma und die Strahlkraft wieder spüren können. Und du wirst noch tausendmal jetzt im heutigen Zustand den Sonnengruß machen und keine Verbesserungen in deinem Leben spüren. Ja, warum auch? Weil der Hebel ganz woanders angesetzt werden muss, nämlich im Unterbewusstsein, über die Verarbeitung der verdrängten Gefühle und der verdrängten Traumen in deinem System. Und das ist somit unter anderem auch nichts anderes als eine Form der Schattenarbeit. Und Schattenarbeit befreit dich, sie befreit dich, dass du wieder in deine Macht zurückkehren kannst, dass du deine Autorität und deinen klaren Verstand wieder ganz eindeutig spüren kannst und nicht mehr so den Ohnmachtsgefühlen und dem Wellengang deines Lebens gegenüber ausgeliefert bist. Ja, und da drückt es ja eben vom Unterbewusstsein her, dass du eben endlich mal hinschaust und spüren lernst, was es denn eigentlich mit dem allen auf sich hat. Und das möchte für dich hier in diesen Tagen in die Befreiung kommen. Ja, wir alle sind in diesen Themen drin und ich spüre auch, dass es für dich unter anderem auch darum geht, alte Themen von Wut, von Verletzung an deinen Grenzen, an deinen Werten und Prinzipien, so wie du dich in deinem Menschenleben positioniert hast, dass das alles für dich in die Heilung kommen möchte, damit du ein Mensch wirst in Ehre, in Ruhm, der dir natürlich zusteht und auch mit einem Umgang, der respektvoll ist. Und du hast hier die Selbstverantwortung für dich an der Hand, dass du mit diesen Themen in die Obhut gehst, im Sinne dessen, dass du sie heilen und transformieren musst. Denn nichts kommt nicht einfach von nichts. Es ist eine Verantwortung von dir gefragt, das zu transformieren. Du musst es natürlich nicht transformieren, aber dann wirst du noch so oft geschlagen und gepeinigt vom Leben, malträtiert und schlecht behandelt, bis du es denn verstanden hast. Und du musst dich auch nicht in dieser Opferrolle wiederfinden, weil sich in dieser Opferrolle zu finden bedeutet auch eben nicht die Selbstverantwortung übernommen zu haben für dein Wohlergehen. Ja, es gibt hier immer noch eine Instanz in dir, welche davor nämlich wahrscheinlich von deinem
inneren Kind herrührt, welche diese Thematik gerne an irgendjemanden da draußen delegieren möchte, der das für dich übernimmt. Aber das ist nicht der Fall. Du hast die Verantwortung für dein inneres Kind und du musst mit deinem inneren Kind in die Heilung gehen. Ja? Deine Eltern haben es nicht für dich getan und das bist du dir schuldig. Gut. Wow. 109, Erzengel Sakariel. Ja, es geht ganz eindeutig für dich darum, Bitterkeiten aus deinem Herzen zu befreien. Du hältst noch an alter Wut und an altem Groll, an Unversöhnlichkeiten fest. Und vielleicht gibt es Aspekte in dir, da würdest du am liebsten einfach nur lauthals losschreien, nach außen schreien und irgendwo vielleicht auch sagen, mein Gott, warum werde ich so ungerecht behandelt? Warum werde ich immer geschlagen? Warum bin ich immer das Opfer? Ja? Du wirst das noch so lange sein, bis du es für dich selbst an die Hand genommen hast, meine Liebe, mein Lieber. Und es geht für dich in jedem Fall darum, diesen alten Groll, die Verbitterung in deinem Herzen, ja, das sind alles diese schlechten, toxischen Gefühle. Deswegen gebe ich hier nochmals den Aal rein, wirklich zu transformieren und zu lösen und zu bereinigen, um in diesen Aufstieg zu kommen, in deine eigene Ich Bin-Gegenwart. Du bist auch eine Person, wie fast jeder Mensch, der oder die ein wenig zur Verblendung neigt und sich flüchten will in die süßen und schönen Gefilde des Lebens. Das ist normal und menschlich. Umso weniger du Schattenarbeit gemacht hast, umso weniger du dich deinen größten Ängsten und Nöten gestellt hast, deinem größten Mangel gestellt hast, umso mehr wirst du die Tendenz haben, dich in das Süße zu flüchten, süße Getränke zu konsumieren, süße Menschen um dich herum zu haben, Engelchen und Einhörnchen, ich überspitze es jetzt extra, gell, damit du es klar fühlen kannst, um dich dem Schmerz deines inneren Kindes, welches sich so sehr nach dieser Lösung und Rettung sehnt, im Rahmen deines eigenen Schmerzes und Schmerzkörpers nicht stellen zu müssen. Es ist eine Ablenkung. Und du musst sehen, dass es nichts anderes ist als eine Ablenkung, wenn du süße Getränke, Süßigkeiten konsumierst. Und manch einer von euch da draußen oder auch eine, ihr seid schon so weit gekommen, dass ihr ständig nur Süßgetränke trinkt und euch dann selber etwas vormacht, indem ihr eure Bauchspeicheldrüse übertölpelt und dann irgendwie auf Zero umstellt. Und es muss euch bewusst sein, dass das nichts anderes ist als eine Kompensationshandlung von fehlender innerer Wärme, von Fürsorge, von Liebe, welche euch in eurem Leben gefehlt hat. Verbunden auch mit dem Trauma. Und dass ihr, du, somit in einem Zustand der Ohnmacht verharrt. Und diese Zustände der Ohnmacht sind schon im einen oder anderen Leben ziemlich chronisch geworden. Nämlich, dass ihr euch angefangen habt, mit den Opferrollen zu identifizieren. Dass es halt so ist. Einige von euch haben schon Tausende von Schlägen bekommen. Und ihr haltet das stoisch aus. Und dann regt ihr euch künstlich über andere auf, statt in die Selbstverantwortung zu gehen. Wenn dieses innere Zerfressen
Und das innere Aufregen und die innere Wut, der innere Groll und die Bitterkeit, irgendeinmal euch an den Rand eures eigenen Wahnsinns getrieben hat, wenn ihr nicht mehr könnt und wirklich am Boden liegt, wird daraus ein neues Bewusstsein entstehen. Doch noch nicht für jeden ist es schon so weit. Manche, die lernen es wirklich nur auf die harte Tour. Und eigentlich wünsche ich das niemandem. Aber es gibt wirklich Menschen, die sind wie taub und blind. Sie wollen nichts sehen und nichts hören und verlängern somit diese Prozesse, weil sie Angst haben, sich dem zu stellen, was angeschaut werden müsste in ihrem Inneren. Die Wiedergeburt des Selbst steht für all jene an, die wirklich zu 100% zu sich, zu ihrem Leben Ja sagen können und auch absolut im Inneren sowie im Äußeren bereit sind, diese Verantwortung für sich, ja, nur für sich zu tragen. Und ich muss an dieser Stelle auch erwähnen, und ich weiß das aus meiner Praxis, dass es Menschen gibt, die sagen im Äußeren ja, aber sind im Inneren zu. Sie wollen etwas und wollen es dennoch nicht. Und diese Menschen werden auch nur sehr langsam heilen können. Und dann gibt es Menschen, die sind im Inneren offen und im Äußeren vielleicht nicht ganz so offen. Dort wird die Heilung wesentlich stark einsetzen. Und dann gibt es solche, die da nennen sich Heuchler, die 10-mal am Tag die Maske wechseln, um es allen anderen recht zu machen, nur nicht sich selbst. Diese werden noch jahrelang brauchen, um durch diese Transformationsprozesse zu gehen. Sie sind eine Marionette der Gesellschaft, der Familie geworden. Und sie können nur in einem Bruchteil, in einem Ansatz das verstehen, was ich hier sage. Sie sind noch nicht so weit. Sie sind noch nicht erwacht, beziehungsweise noch nicht einmal eine Vorstufe von Erwachen ist da angezeigt. Das ist auch eine Realität. Und wir müssen da nichts schönreden, weil jeder Mensch steht dort, wo er eben steht. Und jeder ist zu einem anderen Zeitpunkt bereit, zu erwachen und die Augen zu öffnen. Das ist okay. Aber heute, an diesem Portaltag, schwingen diese Energien, die ich eben gerade genannt habe. Planetare Verbundenheit, du bist nicht allein. Was ich spüre, ist, dass bei einigen von euch da wie das Herz aufgeht, weil ihr eine tiefe Verbindung zu den anderen Sternensystemen fühlt. Aber ihr müsst da auch erkennen, dass das auch wiederum eine kleine Beschwichtigung ist. Ihr habt Unterstützung von euren Schwestern und Brüdern,
aus anderen Dimensionen und Galaxien. Doch ihr seid hier, ihr seid auf der Erde, ihr müsst das Menschsein absolvieren. Und das Menschsein ist anspruchsvoll. Es ist nicht einfach. Es stellt euch vor Herausforderungen und Hindernissen. Und diese Hindernisse wollen von euch richtig gelernt werden. Und ihr habt die Unterstützung von den anderen Wesenheiten aus anderen Galaxien und Dimensionen, um das zu tun. Aber ihr müsst auch erkennen, wo ihr Weltflucht betreibt, auch um euren Schmerz nicht zu spüren, was auch ein Aspekt der Abspaltung ist eurer Psyche, um euch nicht mit euch beschäftigen zu müssen. Und euch somit gerne in die Gefilde der süßen Energien manövriert. Ihr seid Künstler in dem. Das Einzige, was euch helfen wird, ist ein Moment der Wahrhaftigkeit. Ein Moment, wo ihr an einen Punkt in eurem Leben ankommen werdet, wo nichts mehr geht. Dann werdet ihr erwachen und eure Augen öffnen. Und der Aal ist ein, ich nenne es jetzt mal so, ein sogenannter Schlammfisch. Doch ich habe auch gehört, dass auch er ein Sternenwesen ist, so wie viele Wesenheiten hier auf der Erde. Und auch Verbindungen zu anderen Dimensionen und Galaxien hat. Und die Unterstützung, die ihr von den anderen Galaxien und Energien bekommt, kann nicht nur harmonisch sein, wenn es denn dem Erwachen in eurem Menschsein dienlich ist. Denn Erwachen ist das größte Geschenk, was euch gegeben werden kann, aber auch eine der schönsten und schwierigsten Herausforderungen im Menschsein. Es ist wie eine Geburt, es ist wie eine Wiedergeburt. Und wer schon mal gebären durfte, in welchen Prozessen auch immer, auch als Mann, der weiß oder die weiß, wie das ist. Die Zeit ist reif für den einen oder anderen die erste Frucht dieses sehr lange anhaltenden und auch anspruchsvollen Prozesses des Menschseins zu ernten. Noch andere werden länger auf sich warten lassen. Aber ich kann dir versichern, dass das Warten bzw. das Arbeiten an dir und an deinen eigenen Themen sich absolut auszahlen wird. Auf der Unterseite des Decks haben wir hier wieder die zwei der Schwerter, die wir schon im Neumond-Reading hatten. Was darauf folgt, ist das verletzte Herz von den drei Schwertern, dass es Menschen gibt unter euch, die hier zuschauen, die diesen Prozessen zwar vertrauen möchten, aber nicht glauben können und sich deswegen aus Angst verschließen. Sie haben Angst vor Schmerzen. Und für diese Menschen gilt ganz besonders, dass die Energien verstärkt, verdichtet werden, dass sie spüren müssen, dass es etwas zu tun gibt, dass es aufzuräumen gibt in ihrem Inneren, dass es Tränen gibt, die vergossen werden müssen,
welche einer wahrhaftigen Heilung dienen. Und somit dann endlich mal hier die Augenbinde abgenommen werden kann und als Folge dessen auch wirklich eine Fülle und Zufriedenheit in ein Menschenleben eintreten kann. Nichts kommt nicht einfach von nichts. Alles hat einen höheren Sinn in diesem Leben. Und Mut wird immer und in jedem Fall bezahlt, richtig bezahlt, gut bezahlt und die Ernte kann eingefahren werden. Und wenn ich hier zu dir spreche, dann sage ich dir, 80 bis 90% der Menschen haben nicht den Mut. Sie sind noch nicht so weit. Es ist eine Minderheit, die trotz Ängsten, Nöten und Schmerzen sagt, okay, ich gehe in diese Prozesse rein. Aber ich sage dir, diese Menschen, die das tun, sie werden pures Gold ernten. Glückseligkeit und Frieden. Und das, meine Liebe, mein Lieber, ist die wahre Kunst des Lebens. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Portaltag. Mach's gut und auf bald. Ciao.